Welcome back zum Update des Unternehmens Century Aluminium, CNX, abgekürzt Century Aluminium, ein amerikanisches Unternehmen. CNX am 26.09., soweit ich es noch in Erinnerung habe, habe ich eine Analyse über dieses Unternehmen gestartet und heute wollen wir uns mal anschauen, wie dieses Unternehmen, ich weiß, es ist eine sehr kurze Zeit, so in circa 6 Wochen, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat und ein G, Geduld von André Costolani, werden wir hier auch wieder finden. Kommen wir kurz zu den Stammdaten. Blende ich ein. Wir haben hier ganz klar Metallverarbeitungsunternehmen, Herkunft USA, Marktkapitalisierung Nasdaq ist ja gelistet. Auf der Nasdaq, Dividenden gibt es keine. Was machen die? Ja, die sind halt überall dabei, wo halt Aluminium zur Verwendung kommt. Hier sieht man ganz klar, es ist alles in Englisch, aber das ist ja überhaupt kein Problem. Also sehr umfangreich sind anscheinend das stärkste Unternehmen in den Staaten, was jetzt die Aluminiumverarbeitung angeht. Jetzt zum Chart vom 26.09. Schlusskurs war damals 6,82 Dollar, ist ein amerikanisches Unternehmen, 6,82. Und da hatte ich erwähnt, dass sich noch kein Boden gebildet hat. 6,82 Dollar. Ich hätte da ein wenig abgewartet, dass du diesen Chart von 26.09. jetzt, 6 Wochen später circa, haben wir ein ganz anderes Bild. Okay, vielleicht sind es auch knapp 7 Wochen. Haben wir ein anderes Bild. Wir befinden uns, Stand letzter Freitag, bei 7,95 Dollar. Jawohl. Das heißt, das sind 1 Euro und 10 Cent, ein bisschen mehr, 1 Euro und 13 Cent Gewinn je Aktie. Kannst du übrigens hier sehr schön erkennen, das ist ungefähr 14% Profit. Für 7 Wochen warten ist das doch sehr ansehnlich. Hier kommt das G von André Costolani, Geduld ins Spiel. Dazu kommen wir nochmals nachher gleich nochmals zu sprechen. Denn immer wieder bekomme ich auch Anfragen, dass man einfach es nicht ausgehalten hat. Ja, der Kurs fällt. Ich verstehe das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Geht den meisten Anfängern so. Oder komm, wir machen da jetzt gleich weiter, es passt so rein. Das heißt, du steigst jetzt ein, angenommen am 26.09. Ihr wisst, die Videos nehme ich immer am Wochenende auf, da war es der Dienstag oder Donnerstag, das sind schon 2 Tage hin, aber das macht nichts. Wir machen jetzt hier einen Praxistest. Das heißt, du steigst ein bei 6,82 Euro. Jetzt beobachtet man als Neuanfänger, das ist genau der Knackpunkt, so ging es mir auch, da beobachtet man, jeden Tag habe ich mir nicht mal tagesweise, sondern stundenweise habe ich mir den Kurs angeschaut, bin fast wahnsinnig geworden, dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann war ich erleichtert, dann geht es wieder runter, dann war ich wieder ein wenig in Panikmodus. Hier siehst du 6,82 Euro, das war im September, das ist dieses markierte gelbe Feld und irgendwo kurz vorm Ende des Monats war der 26. Aber das macht nichts. Du siehst, dass der Boden sich erst so gebildet hat bei 5,80 Dollar. Okay, dann ging es immer so runter. Dann war man im Panikmodus. Dann ging es ein wenig hoch. Dann war man wieder zufrieden und dann ging es doch wieder runter. Und das war dann der Tiefskurs, könnte man sagen. Wann war das so? Oktober, November war der Tiefskurs. Und jetzt hat der eine oder andere gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich habe jetzt schon ein wenig Verluste gemacht. 1 Euro, umgerechnet 14%. Das heißt, ich schaffe das nicht mehr, ich steige einfach aus, verkaufe mit einem Verlust, weil ich das G für Geduld nicht habe. Okay? Das Unternehmen ist ja an sich nicht schlecht, aber man hat ja einfach nicht die Geduld, das
auszustehen und verkauft am Tiefpunkt. Und dann, wie soll es anders kommen? Man beobachtet dann nach dem Verkauf wieder die Aktie. Man will ja wissen, ob man im Recht war oder nicht. Der Ego. Das ist natürlich auch ein Trading-Fehler. Das Ego sollte man aus dem Spiel lassen. Nur Zahlen, Daten und Fakten sind für den Aktienhandel relevant. Dann beobachtet man danach und schwupps, die hups, steigt die Aktie bis auf die 7,95 €. Und man malt sich dann die schrägsten Dinge aus. Wäre ich doch drin geblieben. Man rechnet sich schon den Gewinn aus und so weiter und so fort. Hat man aber nicht. Man hat verkauft, weil man das G für Geduld nicht hat. Wenn du dich da angesprochen fühlst, dann ist das nur ein kleiner Hinweis oder auch ein Tipp. Beziehungsweise man sollte, wenn man das G nicht hat, seine Strategie einfach mal überdenken. Ganz einfach. Und an diesem G arbeiten. Ganz einfach. 7,95 aktueller Stand sind ungefähr 14% Profit. Das ist der Stand jetzt. Wir haben immer noch eine Eigenkapitalquote versus Fremdkapitalquote von 30 zu 70. Letztes Mal hatte ich einen Earning per Shares, hatte ich dir gezeigt. Das war Q2 23. Jetzt gibt es mittlerweile schon Q3 23. Und tatsächlich ist die Earnings per Share, Gewinn je Aktie, negativ. Und reported ein wenig besser wie negativ. Was heißt negativ ist? Es gibt ja die Analysten, die schätzen den Earning per Shares. Das ist dieser dunkelblaue Balken. Und dann gibt es noch die Geschäftsberichte, die zahlen, was tatsächlich herausgekommen sind. Und der war ein wenig positiver wie geschätzt. Nichtsdestotrotz ist der EPS immer noch im Minus für Q3. Aber das hat anscheinend diesen Kurs nichts ausgemacht. Er ist trotzdem ein wenig gestiegen. Wir haben die Ratingagentur Long Term B3, Outlook Stable. Dazu haben wir noch kurz, was das alles bedeutet. ESG-Scores sind die natürlich auch nicht überragend. Im Prinzip ist es schon highly negativ, sieht man da. Schon ein wenig schwach. Kommen wir zum Ausblick, kurzfristiger Chart, was ich am 26.09. erzählt habe. Ich habe erwartet, diesen Kurs im kurzfristigen Chart zwischen 8,50 und 9 Euro, so ungefähr ein halbes Jahr, habe ich das, glaube ich, noch angegeben, soweit ich es in Erinnerung noch habe. Halbes Jahr, ein Jahr. Wir haben hier 8,50 bis 9 Euro. Sorry, 9 Dollar. 8,50 bis 9 Dollar war die Range, was ich hier eingezeichnet habe, bei dem kurzfristigen Ausblick. Und wie du ja sehen kannst, gab es ja dann noch kein Boden. Das habe ich hier auch so angegeben. Kein Boden. Der Boden hat sich ja, wie man im vorherigen Chart gesehen haben, so ungefähr bei 5 Euro. 5,80 Euro hat er sich ja gebildet. Das war ja in dem Video vom September noch nicht abzusehen. Da hat sich noch kein Boden gebildet. Deshalb auch dieser Hinweis bei 5,80 Euro. Also, das heißt, jetzt kommen wir zu diesem nächsten Chart. Das heißt, der kurzfristige Chart wurde fast erreicht, denn das habe ich hier so schön angezeichnet. Wenn wir uns die Kerze 2, 3 Tage vorher anschauen, und links oben, was ich gelb markiert habe, haben wir einen Close bei 8,07 $. Richtig, aber ein High, also wo der Höchstkurs war an diesem Tag, war bei 8,30 $, also haben 20 Cent gefehlt. Das heißt, 8,50 waren fast erreicht, aber die 8,50 hat das Open einfach nicht halten können, sondern der Close war bei 8,07. Der nächste Tag sieht ein wenig besser aus, aber das heißt, sehr, sehr nah an diesem kurzfristigen Chart. Man könnte sagen, der kurzfristige Chart ist erledigt. Dann haben wir den langfristigen Chart. Ungefähr unverändert habe ich den gelassen bei 10 bis 11,50 $. Das zum langfristigen Chart. Aber das wird dieses Jahr nicht mehr passieren, Freunde. Sondern das sehe ich erst, naja, wenn das jetzt so weiterläuft wie jetzt, sehe ich es immer noch in 1 bis 2 Jahren. Das ist vielleicht die Range.
im langfristigen Chart erreicht. Denn wie du hier sehen kannst, in diesem Chart ist diese Aktie sehr volatil. Also es ist nicht unmöglich, dass die Aktie auch mal 10% in den Keller rutscht und am nächsten Tag mal 15% wieder steigt. Das ist nicht ungewöhnlich für dieses Unternehmen. Das war's zum Update der Aktie CENX. Ich hoffe, du konntest dabei was mitnehmen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, abonniere diesen Channel, damit du nichts mehr verpassen tust. Ich wünsche dir noch eine restliche starke Handelswoche und eine hohe Performance. Bye bye.